Wir haben diese Woche ja Landtag und wir werden unseren Beschlussantrag zum Thema psychologische Betreuung, Angebot bei Bedarf, diskutieren. Wir haben einerseits jetzt aus diesen 2 Jahren der Pandemie natürlich erkannt und auch durch Studien belegt, dass gerade Kinder und Jugendliche extrem unter diesen beiden Jahren gelitten haben. Die Gründe sind natürlich bekannt. Einerseits durch das Verbot, soziale Kontakte zu pflegen. Andererseits natürlich auch die Schwierigkeiten mit dem Fernunterricht, die Schwierigkeiten, die sich sicherlich in vielen Elternhäusern auch abgespielt haben, plötzlich alle zu Hause, vielleicht auch Nervosität im Elternhaus aufgrund von ökonomischen Gesichtspunkten und so weiter. Also die Gründe sind sehr vielfältig und wir haben es jetzt mit einer neuen Thematik auch zu tun, nämlich jener des Krieges in der Ukraine. Ich glaube, niemand hier hätte gedacht, dass unsere Generation sich einmal mit diesem Thema so nahe beschäftigen muss. Und wir wissen, dass auch hier natürlich das Psychologische eine sehr große Rolle spielt. Wir wissen, dass Kinder Fragen stellen, es hat mit Ängsten zu tun, Ängsten, die alle betreffen, nicht nur die Kinder und Jugendliche, sondern wirklich quer durch die gesamte Gesellschaft. Wir hören über die Medien natürlich auch immer wieder gerade diese Thematik auch besprochen. Wie spreche ich mit meinen Kindern? Wie erkläre ich das den Kindern? Wie erkläre ich das oder wie spreche ich darüber aber auch mit alleinstehenden alten Menschen? Ich habe das in meinem persönlichen Umfeld bereits schon beeindruckend erlebt, was dieser Krieg jetzt auch mit Senioren macht, wie Senioren darauf reagieren. Und es ist wichtig, dass wir hier wirklich niemanden vergessen. Und wir kennen, um noch einmal zurückzukommen auf die Corona-Pandemie, natürlich aus Studien, auch in Südtirol, aus einer Studie, wo Eltern und Kinder befragt wurden, dass die Auswirkungen natürlich dahingehend, dass massive Veränderungen im Alltagsleben bemerkbar sind, dass zunehmend von psychosozialen Verhaltensauffälligkeiten die Rede ist, Angststörungen, Angst grundsätzlich natürlich ein Thema ist, mit dem gerade Kinder und Jugendliche betroffen waren. Fakt ist, dass quer durch die Gesellschaft die Nachfrage an psychologischer Betreuung gestiegen ist und wirklich akuter Handlungsbedarf besteht. Dieses Thema ist wirklich nicht neu. Wir haben mehrmals in der Vergangenheit bereits darauf aufmerksam gemacht, auch andere politische Mitbewerber. Und wir versuchen jetzt einen neuen Anlauf, diese Thematik noch einmal vorzubringen und dass hoffentlich auch etwas dabei herauskommt, dass wirklich dieser Diskussion auch die Beachtung gegeben wird und auch dann umgesetzt wird, die sie sich verdient. Es wäre jetzt wichtig, dass man rasche Maßnahmen, die auch wirklich umsetzbar sind, anbietet oder umsetzt, auch niederschwellige Angebote, sich an einen Psychologen oder einen Coach wenden zu können. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass es flexible Angebote gibt, also nicht nur die klassische Psychotherapie, sondern wir haben das im Gespräch mit den freiberuflichen Psychologen erfahren, dass es oft auch ausreicht, wenn eine rasche Beratung zur Stelle ist, ein Coaching, eine bestimmte Alltagssituation oder Lebenssituation in Gesprächen geklärt werden kann, dass mit Kindern und Jugendlichen vielleicht auch spielerisch bestimmte Knoten gelöst werden können. Es muss nicht immer die klassische Psychotherapie sein. Und wir wissen auch, dass Südtirol
einerseits schon breit aufgestellt ist, gerade auch was den psychologischen Dienst anbelangt, aber wir hören immer wieder von verschiedenen Menschen, aber auch von der professionellen Seite, dass es lange Wartezeiten gibt. Und ich denke, gerade wenn sich Menschen in einer akuten Notsituation befinden oder dass Menschen, die in einem bestimmten Moment aus dem seelischen Gleichgewicht kommen, dass es dann wichtig ist, rasche Hilfe zu bekommen und dass man nicht auf eine Warteliste gesetzt wird. Auch, und hier vielleicht eine Klammer auf, was das Thema der Selbstmorde in Südtirol anbelangt, da möchte ich zwar dazu sagen, dass das Thema der Selbstmorde in Südtirol vor Corona auch schon immer ein großes Thema war, aber wahrscheinlich durch die Einschränkungen, durch all das, was diese Pandemie mit der Gesellschaft auch gemacht hat, die Sensibilität diesem Thema gegenüber gestiegen ist. Und wir wissen, dass wir die Selbstmordrate gerade in dieser Pandemie, die ist gestiegen. Auch das macht etwas mit Menschen, hat in der politischen Diskussion nicht unbedingt eine große Rolle gespielt. Aber ich denke, dass man hier, wenn man die Pandemie mit all ihren Begleiterscheinungen aufarbeiten will, dann muss alles zur Sprache kommen. Und in erster Linie geht es wirklich darum, dass rasch Hilfe möglich ist. Und ich denke hier auch an die Frauen, Mütter aus der Ukraine, die kommen werden mit ihren Kindern. Auch hier wird sicher psychologischer Dienst vonnöten sein, dass auch diese Frauen, diese Kinder so rasch wie möglich, unbürokratisch, schnelle Hilfe der Aufarbeitung oder einfach nur, dass jemand auch zur Seite steht, dass das ermöglicht werden kann. Und um die Wartezeiten zu minimieren und um einen zeitnahen Zugang zu Therapien, zu Gesprächen, zu Beratung, Begleitung oder Coaching auch wirklich allen anbieten zu können, ist es unserer Meinung nach wichtig, dass die privaten, die freiberuflichen Psychologen, Psychotherapeuten in die öffentliche Struktur eingebunden werden, dass es hier nicht um ein Gegeneinander geht, um ein Konkurrenzdenken, sondern es geht wirklich nur darum, öffentliche Strukturen zu entlasten, die Wartelisten abzubauen in dieser sensiblen Thematik und es allen zu ermöglichen, die den Bedarf haben, sich auch tatsächlich Hilfe zu holen. Und wir wissen, dass viele Menschen, die vielleicht schnelle Hilfe bräuchten, warten müssen, es sich aus finanziellen Gründen auch nicht immer leisten können, einen privaten Psychologen, privaten Therapeuten, Coach, Trainer, wie auch immer, aufzusuchen. Und deswegen ist unsere Forderung, dass wir diesen Menschen es ermöglichen, dass sie eine Rückerstattung erhalten, dass hier die Landesregierung prüfen möge, wie diese Einbindung aussehen kann, dass diese rasch und unbürokratisch natürlich über die Bühne geht und dass man dann diesen Menschen, die sich privat an Studios wenden, eine Rückerstattung gewährt. Es gibt jetzt ja auch von staatlicher Seite diesen Bonus Psychologo, nennt sich der. Ich glaube, der Maximalbeitrag sind 600 Euro. Ist jedoch an das Einkommen gebunden. Das heißt, die staatliche Einkommens- und Vermögenserklärung darf die 50.000 Euro nicht überschreiten, was positiv ist, dass er nicht altersgebunden ist. Also allein das zeigt schon, dass man die Notwendigkeit verstanden hat, dass es nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft, sondern wirklich auch nach oben, sprich Senioren, sicherlich diese Hilfeleistung benötigen. Das ist einerseits zu begrüßen, andererseits natürlich kann auch Südtirol seinen Beitrag leisten und deswegen unsere Forderung, dass eben die Privaten eingebunden werden und dass wir schlagen vor, einkommensunabhängig eine Rückerstattung möglich ist. Und wir wissen es auch, dass gerade auch Schulen sich immer wieder an die Öffentlichkeit gewandt haben, an den Landesrat auch gewandt haben,
mit Hilfestellungen. Ich kann mich erinnern, vor kurzem hat sich der zuständige Landesrat Philipp Achammer mit der österreichischen Staatssekretärin getroffen, hier in Südtirol. Und da war auch gerade dieses Thema der psychologischen Unterstützung, der psychologischen Hilfe, gerade bei Schülern auch, Schülerinnen, ein großes Thema. Und auch hier wurde gesagt, dass man dieser Thematik sicherlich mehr Raum geben möchte und dass man hier Maßnahmen umsetzen möchte, geeignete Dienste umsetzen möchte, flexible Dienste anbieten möchte. Und ich denke, dass es am schnellsten geht, wenn wir die vielen privaten und freiberuflichen, die wir haben, einfach in das Gesamte mit einbinden, damit eben wirklich auch die öffentlichen Strukturen entlastet werden. Danke, Uli Meier. Ganz kurz, wenn wir heute die Diskussionen, die alltäglichen, verfolgen, dann nehmen wir alle zur Kenntnis und nehmen es zum Glück auch wahr, dass Covid als Krankheit zumindest für die große Mehrheit im Land und nicht nur bei uns seinen Schrecken verloren hat. Und wenn wir von den Langzeitfolgen sprechen, dann von Long-Covid sprechen, unter denen ja einige leiden, die sich in den letzten beiden Jahren mit Covid infiziert haben, dort stehen dann meistens die körperlichen Beschwerden im Vordergrund. Aber viel größer, und das sagen eben sowohl lokale Studien als auch jene in unseren Nachbarländern, dass eben die psychologischen Folgen weitaus größer sind als die körperlichen Folgen der einzelnen Erkrankungen. Denn die haben viel, viel mehr Leute getroffen, ganze Familien getroffen, Beziehungen getroffen, Menschen, die Menschen verloren haben, aber auch Menschen, die Angehörige von Risikopatienten waren, keinen Kontakt hatten und so weiter. Also diese ganze Fülle und Breite dieser Distanzierung, die unsere Gesellschaft in den letzten beiden Jahren eingenommen hat und auch nicht wieder zurückgefunden hat, jetzt wo wir ja auch wieder viel Öffnungen haben, und ich hoffe und bin guter Dinge, dass Italien jetzt auch nachzieht anderen Ländern und wir sobald wie möglich der echten Normalität wieder begegnen können, und wir müssen erst sehen, ob es wieder so wird wie zuvor. Nur was den psychologischen Dienst anbelangt, sind wir hier noch rückständig im Lande, und wir Freiheitliche haben immer dafür plädiert, dass wir eben die Privatmedizin als Ergänzung, als Zusatz, als Kombination zur öffentlichen Gesundheitsversorgung sehen. Von Kritikern wird das meistens dann so bewertet, ja, man will hier den Privaten nach dem Mund reden, beziehungsweise hier Private mitfinanzieren und so weiter. Der öffentliche Dienst müsse alles abdecken. Aber wir haben gesehen, aufgrund auch der Entwicklungen, die wir haben, dass der öffentliche Dienst eben nicht imstande ist, alles abzudecken. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist wichtig, ist das zentrale Element, aber es muss eben ergänzt werden mit den Privatärzten, die wir haben in den unterschiedlichsten Bereichen, auch mit Spezialisten. Und hier glaube ich sogar, dass die öffentliche Hand am Ende um einiges auch finanziell billiger wegkommt, als es derzeit der Fall ist. Und ich darf daran erinnern, dass wir bereits zu Beginn der Legislatur im Jahr 2019 einen Beschlussantrag hier im Landtag präsentiert haben, der auch angenommen worden ist und verabschiedet worden ist, wo wir eben forderten, die Privatmedizin stärker einzubauen, also diese Kombination auszunutzen. Und ich bin guter Dinge, dass auch hier dieser Beschlussantrag die Zustimmung nicht nur der Opposition, sondern auch der Mehrheit finden wird, denn das ergänzt sich ja einfach, denn das ist ja ein Teil der Medizin. Wir können nicht sagen, bei Kniegelenken bauen wir sie ein, aber bei den Psychologen bauen wir sie nicht ein, wo wir sehen, dass wir hier so großen Bedarf haben. Und deswegen ist es wichtig, dass hier auch agiert wird. Und die Landesregierung täte gut daran, sich hier aufgrund von diesem Beschlussantrag auch die Gedanken zu machen, um Basispsychologen, ähnlich der herkömmlichen Basisärzte, zu installieren. Andere italienische Regionen haben das bereits vorgemacht, dass es einfach ganz normal ist, so wie ich einen Basisarzt habe, dass es auch Basispsychologen vor Ort in der Peripherie draußen auch gibt. Wäre Hilfe für viele Familien, auch für die
öffentlichen Einrichtungen, Schulen und so weiter, die dort direkt vor Ort ohne Jugenddienst und ohne immer, ich sage jetzt einmal, diese offiziellen Wege beschreiten zu müssen, die ja für viele auch eine Hemmschwelle bedeuten, dass man hier auch einfach ganz einen herkömmlichen Zugang und einen normalen, sich normal, auf normaler Ebene, sage ich einmal, niederschwellig Hilfe sucht, wo sich niemand irgendwie schämen muss, zu einem Psychologen zu gehen, sondern dass es wirklich völlig akzeptiert ist, dass man, so wie man ein anderes körperliches Beschwerde hat, auch mit einer seelischen Beschwerde, die ja indirekt dann auch wieder eine körperliche ist, hier sich Hilfe vor Ort sucht. Und deshalb, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass sowohl von der politischen Minderheit als auch der Mehrheit hier sicher auch ein offenes Ohr da ist, denn ich glaube, die Probleme, die hier aufgezeigt werden, sind allseits bekannt im Land. Und es wäre ein Armutszeugnis, wenn wir hier nicht sagen, wir rüsten nach, wir bauen die vorhandenen Kräfte ein und ergänzen das. Ich glaube, dass Kollege Leiter-Weber ein wichtiges Stichwort geliefert hat. Eines kann man feststellen, dass gerade in diesen letzten beiden Jahren die Sensibilität der Thematik hinsichtlich seelischer Beschwerden, hinsichtlich psychosozialer Gesundheit schon gestiegen ist. Also war es vielleicht vor einigen Jahren noch nicht selbstverständlich, dass sich jemand Hilfe geholt hat, weil er vielleicht auch Angst gehabt hat, ausgelacht zu werden, gemobbt zu werden. Wir kennen unsere dörflichen Strukturen alle oder wie es eben im Alltag läuft. So kann man schon sagen, dass das zugenommen hat, dass die Bereitschaft, sich Hilfe zu holen, Hilfe anzunehmen, auch gewachsen ist. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man gerade in diesem Bereich, wo es um die geistige Gesundheit geht, um die seelische Gesundheit, nicht sich mit langen Wartelisten beschäftigen muss, sondern dass wirklich rasch, unbürokratisch jeder, der es notwendig hat, zu Hilfe auch kommt.